Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Weltmeister hören? Wahrscheinlich an unsere Fußballer, die 2014 so erfolgreich waren, oder zuletzt ja unsere Basketballer. Wir können uns jetzt über einen weiteren Weltmeister hier in Deutschland freuen. From Germany, Mr. Florian Löwer. Florian Löwer ist Weltkonditor des Jahres 2024. Und jetzt bei uns zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, Florian Löwer, und vor allem herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Dienstag und Mittwoch noch in Venedig, jetzt hier bei uns. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen, wie läuft so eine Weltmeisterschaft ab? Ja, also dieser Titel Weltkonditor des Jahres, es ist so, es gibt diesen Konditoren-Weltverband oder Weltverband der Bäcker und Konditoren, UIBC. Dieser Weltverband kürt eben jedes Jahr den Weltbäcker des Jahres und genauso auch den Weltkonditor des Jahres. Und jedes Teilnehmerland, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das sind, sind so um die 30, 35. Jedes Teilnehmerland kann eben einen Kandidaten nominieren und dann muss man sich bewerben mit einem Kurzvideo, mit einem Lebenslauf. Und dann wird eben geguckt, auch anhand verschiedener Kriterien, wie sieht es aus mit internationaler Wettbewerbserfahrung, wie sieht es aus, gibt es irgendwelche Publikationen, hat derjenige irgendwelche Bücher geschrieben, ist derjenige vielleicht hier und da auch öfters mal in der Presse oder im Fernsehen oder was auch immer. Und dann entscheidet der Vorstand vom Konditorenweltverband, wer es wird. Und das waren in diesem Jahr Sie. Ja. Mit dieser Schwarzwälder Kirschtorte erzählen Sie uns doch mal, wie es dazu kam. Ursprünglich war was anderes geplant. Ja, richtig. Also es ist immer so, dass der Weltkonditor dann für den Kongress, für das Galadiner vom Konditorenverband eben das Dessert macht. Und ich meine, ich komme aus einer Gärtnereifamilie. Ich mache auch sehr viel Dinge mit Kräutern und wollte dann irgendein Dessert machen mit Kräutern. Und habe da eben auch viel experimentiert, weil ja, ich in der täglichen Arbeit mache ich Torten, Kuchen, Eis, aber nicht unbedingt Tellerdessert. Und deshalb war es halt schon auch ein bisschen eine Herausforderung, irgendwas zu machen. Und da habe ich halt experimentiert, irgendwas mit Kräutern zu machen, luftig leicht. Und habe dann aber erst kurzfristig am Freitag vor der Veranstaltung, also 4 Tage vor Abreise, gesagt bekommen, oh, es gibt ein bisschen Probleme, ich darf nicht in die Küche. Was natürlich schwierig wird, weil für 100 Leute ein Dessert anrichten, also da brauche ich schon mal wenigstens 6 Meter Tischfläche und mal noch 8 helfende Hände, dass es überhaupt funktionieren kann. Ne? Ich meine, so ein Dessertteller, da hat man normalerweise schon bei meinem Dessertteller wären es um die 8 Komponenten gewesen, die eben draufkommen, und das dauert natürlich auch seine Zeit. Ja. Und dann habe ich halt kurzfristig überlegt und umdisponiert und habe gesagt, oh, kein Problem, bekomme ich trotzdem hin, nehme ich halt Schwarzwälder Kirsch mit, weil Black Forest Cake kennt man weltweit. Und hat auch für Begeisterung gesorgt, ja? Ja, absolut. Also es haben sich sehr viele da eben auch gefreut, also gehört haben, oh, es gibt Schwarzwälder Kirschtorte, ah, Black Forest Cake, I love it und so. Und hinterher kamen dann auch wirklich viele und haben gefragt, wie ich die gemacht habe und was ich da für ein Rezept habe und soll ich schon mal gleich. Es kam einer aus Singapur und hat gemeint, oh, I want this in my shop and ja, soll ich ihm das Rezept schicken? War mega. Das ist eine große Ehre, oder? Ja, absolut. Ja. Sie haben viel zu tun aktuell. Sie waren schon im Rathaus, wurden dort noch ausgezeichnet. Genau. Wie fühlt es sich an, diese Woche weg vom Alltag mit so viel Präsenz und mit so vielen tollen Nachrichten? Ja, Wahnsinn. Also es ist, zum einen ist es natürlich stressig, weil ein Termin jagt den nächsten. Und aber auf der anderen Seite ist es einfach auch, es erfüllt einen mit Stolz. Und ich muss aber auch sagen, ich bin einfach in der glücklichen Lage, dass ich halt auch zu Hause, wenn ich jetzt so unterwegs bin wieder, dass ich da Leute habe, wo ich mich drauf lassen kann, dass es läuft, dass der Laden läuft, dass die Backstube läuft und dass das alles funktioniert. Ja, großes Lob natürlich dann auch noch an dieser Stelle. Wie geht's denn weiter? Können Sie sich im nächsten Jahr wieder bewerben? Nein, also Weltkonditor kann man nur einmal werden. Theoretisch könnte ich jetzt noch eine Bäckerausbildung machen und irgendwann drauf hoffen, dass ich auch noch Weltbäcker des Jahres werde. Aber
Nee, ist doch eher unwahrscheinlich. Also das wird man normalerweise nur einmal im Leben. Und es ist so, dass dann auch immer die Weltbäcker und Weltkonditoren des Jahres im Folgejahr aufgenommen werden in einen Club, in den sogenannten Select Club. Und wo man sich einfach untereinander austauscht weltweit, ne? Ja, auch schön. Ja. Trotzdem, wir überlegen natürlich noch, wie könnte man so eine schöne Schwarzwälder Kirschtorte selber vielleicht nachmachen nach diesem Rezept. Verraten Sie es uns oder vielleicht auch den Zuschauern? Ja, ich werde es definitiv verraten. Und zwar bei mir auf der Instagram-Seite, da habe ich öfter mal, dass ich irgendwelche Rezepte, auch wirklich Originalrezepte von uns veröffentliche. Ne? Also wir haben da keine Geheimnisse. Und von der Schwarzwälder Kirsch werde ich das definitiv auch machen, weil eben auch da bei der Veranstaltung jetzt so viel Resonanz war und Nachfrage, wie ich was gemacht habe. Und dann machen wir es gleich mit Video, wie es hergestellt wird auf Instagram und passt. Klasse, ja. Darauf freue ich mich, darauf können Sie sich freuen. Wir blenden es Ihnen natürlich noch ein. Jetzt darf ich Ihnen aber schon mal eins vorwegnehmen. Ich darf nämlich probieren. Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns die Schwarzwälder Kirschtorte mitgebracht haben. Und ja, bevor ich hier mit vollem Mund weiterspreche, bedanke ich mich bei Ihnen für den Besuch, Florian Löwer. Vielen, vielen Dank und werfen Sie zu Hause auch einen Blick auf Instagram. Und ich sage jetzt einfach mal so, guten Appetit. Genau, lass es schmecken. Okay. Instagram-Seite Florian Löwer. Und? Wunderbar. Kann es nur empfehlen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.